rein. Wenn ich ihn so da reinstretche, dann zieht es mir irgendwie im Ellbogen. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo der Release ist, dass der da hingeht. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz enge Kiste so. Ja. Vielleicht kannst es eben. Darf ich mich da doch so bewegen? Nur handeln, ne? So gerade. Nice. Latte Macchiato. Oh! Oh! Die Sau war auch drin, oder? Oh! Okay, vielleicht darf ich mich da tatsächlich so. Oh, jetzt halt. Sei mir die Fresse halten und das nochmal machen, ne? Ja, das war klar. Den hätte ich jetzt. Das war jetzt Monster. Das war jetzt so ein typischer Moment, wenn man nicht. Wo man sich Druck macht, wenn man auf Kamera ist. Aber eigentlich war das ja eh schon geil genug. So, was haben wir noch gehabt? Doppel 11. Also rückblickend muss ich so sagen, es lief ganz gut. Das einzig Störende ist tatsächlich, dass ich eigentlich eine halbe Stunde, 40 Minuten trainiert habe und jetzt schon seit dreieinhalb Stunden fast. Man kann es auch übertreiben. Ha, da ist er. Das Ding am Zusammenschneiden bin. Und jetzt einfach mal nachwerfen, ohne was zu denken. Aber gut, der Zuschauer will auch was. Wie war die Bewegung so ungefähr? Bin ich rübergekommen. Sonst war ich, glaube ich, ganz zufrieden. Und ich stehe auch gerade. Ich mache das immer auch nach einem Spiel, habe ich früher auch immer gemacht. Die Dinger, die mich geärgert haben, nochmal nachgrasen. So nach dem Motto, mal gucken, ob du es gekonnt hättest. Wenn du dir vielleicht nicht die Gedanken und alles gemacht hättest. So rein von der Bewegung her, wärst du da reingekommen in die Garage. Doppel 13 war auch noch, ne? Da habe ich gesagt, die kann ich und habe ich total versagt. Ja, jetzt ist er fertig. Ich stehe auch gerade alle paar Minuten auf, wenn der Renderer wieder abstürzt oder ich irgendwas exportiere. Uff. Und werfe einfach ein paar Darts. Also läuft. Also ich habe jetzt gerade auch ganz geil getroffen. Ich könnte euch erklären, warum der so geil war, aber ich erkläre es euch. Vor allem im Hirn. Eine neue Erkenntnis getroffen. Bei dem dachte ich mir. Über meinen Stand. Ey, du musst einfach nur dazwischen rein jetzt, zwischen die beiden. Und hier war ein Loch. Hier war schon ein Loch. Jetzt mache ich Fortschritt. Und dann wollte ich das Loch treffen. Und guck mal, hier ist das Loch. Das ist echt geil. Und hier habe ich getroffen. Oh ja, der 13. Millimeter Arbeit. Deswegen fand ich den so geil. Der war geil. Der ging genau dahin, wo ich ihn gezielt habe. Also, ich nehme viel Positives mit jetzt erstmal. Schneide jetzt, das ist das Wehmütige. Ich schneide jetzt die Bude raus. Ich muss natürlich jetzt auch noch arbeiten. Aber vielleicht schaffe ich es ja in einem Stündchen oder sowas. Ich schaue jetzt auch mal, wie lange das dauert. Ja, wir haben ein paar Benchmarks gemacht. 45 Würfe auf Single. 167 Score minus bei Bobs 27. Ansonsten haben wir nichts geleistet heute. We want you. Und die Erkenntnis, dass es wohl doch noch geht. Grundle. Die Ansätze sind da. Trading. Und ich habe jetzt bewusst kein Game gemacht. Ich will mich jetzt nicht gleich runterziehen. Hier 501 und gucken wir mal, wie das läuft. Nee, ich weiß, wie das läuft zurzeit. Okay? Okay. Und vor allem, ich weiß auch, dass der Druck dazu hochkommt. Ich muss jetzt erstmal Basisübungen anfangen, mich ein bisschen aufzubauen. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, so lernen, dass man das drei Single, ja, die kann man auch mal feiern. Aber in einem 501 Game würde ich natürlich nicht feiern, wenn ich irgendwie drei Single mache. Ja? Also langsam wieder aufbauen. Ich habe die Freude nie verloren, aber die Freude muss kommen über die Wurfbewegung an sich und das Resultat ist dann das Ergebnis, also der Treffer ist dann das Ergebnis dieser geilen Bewegung. Und nicht, wenn das Ergebnis stimmt, dann heiligt es die Bewegung und dann bin ich geil. So, verstehst du, was ich meine? Egal, ich verstehe es. Und vor allem alkoholfrei möchte ich jetzt mal ran. Ich hoffe, ihr hattet auch ein geiles Training. Also komplett ein gutes Niveau erreichen. Ich bin erstmal raus. Nüchtern.